Die Inselkette der Lofoten ist ständig dem Wetter und seinen Einflüssen ausgesetzt. Gerade im Winter kann das Wetter karstig sein. Zu gut 2/3 sind die Lofoten Westwetterlagen ausgesetzt. Bei diesen Wetterbedingungen ist das Fotografieren besonders schwierig. Starker Wind, Schneeregen und Graupelschauer prasseln nieder. Das Equipment ist ständig nass und am Ende tropft das Wasser auch durch die beste Winterkleidung hindurch. In diesem Jahr reihen sich die Tiefdruckgebiete aneinander. Schwere Stürme fegen über die Inseln hinweg und am Ende einer der stärksten Orkane seit über 30 Jahren. Einmal schiebt mich der Wind wie ein Blatt über das Eis, das andere Mal muss ich mich am Griff der Autotüre festhalten, um nicht umgeworfen zu werden. Jede noch erdenkliche Situation muss genutzt werden. Jenseits des Polarkreises würde ich wahrscheinlich zum Fotografieren nicht das Haus verlassen und den Tag am Ofen mit einem warmen Tee verbringen. Doch die Lofoten sind anders, speziell und selbst bei schlechtem Wetter fotogen. Ja, hallo ihr Lieben, auf den winterlichen Lofoten, ich bin am Autofahren. Ich fahre jetzt von Unterkleif Richtung Gimsøy. Warum mache ich das? Das mache ich immer. Aus dem folgenden Grunde, wir haben heute ein Zeitfenster, wo wir draußen waren, bei fürchterlichem Wetter. Wir haben Orkanböen die letzten Tage gehabt und es soll morgen wieder schlimm werden. Aktuell haben wir Schneetreiben, Schneegriesel, gehört aber dazu. In Summe ist das Wetter dieser Woche ziemlich schlecht. Finde ich mies. Ich habe ein bisschen gefilmt dabei. Wir konnten fotografieren mal 2-3 Stunden. Hier ist es natürlich dunkel, ich bin im Tunnel, ne? Zwischen Unterkleif und Haugland. Mein Gesicht ist nicht wichtig, ich will eigentlich nur erzählen. Mein Co-Pilot macht das Licht an. Danke, Co-Pilot. Wir fahren zurück Richtung Gimsøy. Ich gebe Gas aus dem Grund, weil ab 25 Meter pro Sekunde mal 3,6, also irgendwas um 70 Kilometer pro Stunde, wird die Brücke dicht gemacht und ich komme nicht mehr nach Svolvær zurück. Deshalb werden wir jetzt noch ein bisschen in Gimsøy fotografieren. Hinter mir ist noch eine andere Fotogruppe, eine deutsche. Wir gucken, dass wir da gemeinsam jetzt noch eine Stunde machen bei ekligem Wetter, bei Schneeregen und Regen. Dann zurück nach Gimsøy zu fahren und den Nachmittag bei einem Kaffee zu verbringen und ein paar Bilder bearbeiten, ein bisschen Bildbearbeitung machen und mal schauen, wie die restliche Woche wird. Wir sehen uns, macht's gut, bis denn.
Nagel schlägt horizontal an die Windschutzscheibe, auf die Pupille, wenn du im Wind stehst. Wir sind am Unstad Beach. Ich wollte runter an den Strand, aber aktuell bei dem Wetter macht das relativ wenig Sinn. Wir hatten gestern Glück mit Polarlichtern für eine Stunde, das war perfekt. Ja. Habe an der kleinen Kapelle hier noch einen Zwischenstopp gemacht, unten an den roten Häusern, bevor wir dann runtergehen an den Strand. Es wird ein bisschen lichter am Horizont, ich glaube. Meine Mädels, die stehen noch da unten oder kommen gerade zurück zum Auto. Wir werden zusammenpacken und werden mal gucken, ob wir Richtung Strand kommen, weil ich glaube, jetzt wirklich reißt der Himmel ein bisschen auf. Also, bis denn. Aus dem Hurricane, keine Ahnung, wie du es nennen möchtest. Ich habe mich aus dem Apartment rausgetraut mit der Filmkamera, habe ein paar Sequenzen hier unten im Hafen von Zwolle abgefilmt. Soweit man hier überhaupt von Film sprechen kann und Film überhaupt möglich ist, ist brutal. Es sind, ich bin echt hier in Windschatten, keine Ahnung, 100 Kilometer pro Stunde oder irgend sowas. Das wird noch anwachsen, die Windgeschwindigkeit. Deshalb gehe ich jetzt rein, gehe in mein warmes Apartment, mache mir einen Tee oder einen Kaffee. Ich werde mich dem Videoschnitt ein bisschen widmen, aus dem Fenster gucken und dann gehen wir wieder raus zum Fotografieren, weil wenn der Sturm weg wird, oder weg ist, dann wird es höchstwahrscheinlich wieder besser werden. Also wir sehen uns, ihr Lieben. Der jetzt hier die Lofoten drüber ist, scheint durchgezogen zu sein. Ich habe vorhin hier im Hafen, soweit es überhaupt machbar ist, mit Windböen von 120, 130 Kilometer pro Stunde gefilmt. Bisschen Atmo gefilmt, wie der Schnee hier durchzieht. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Als Naturfotograf ist es natürlich herausragend, ja, im Orkan zu stehen, im Wind zu stehen, die Elemente zu spüren. Aber ganz ehrlich, es ist wirklich, wirklich der Hammer. Ich habe sowas noch nicht am eigenen Leib erlebt. Danach bin ich hoch in mein Apartment gegangen, habe mir Kaffee gemacht, habe mich gemütlich ans Notebook gesetzt, habe ein paar Bilder bearbeitet, bis der ganze Spuk vorbei ist. Ein, zwei Stunden soll es ein bisschen aufreißen. Ich werde nochmal probieren rauszufahren und ein Polarlicht dazu bekommen, je nachdem, ob die Gimsoi-Brücke offen ist oder nicht, wie die Wetterverhältnisse sind, werde ich versuchen, das Beste aus dieser sprilligen Woche Lofoten mitzunehmen. Und dann am Samstag, soweit sich das Wetter beruhigt hat und ich endlich wieder nach Hause fliegen kann. Nach Hause fliegen. Eine Woche Lofoten im Januar bei garstigem Wetter war wirklich sehr schwer zu fotografieren. Mir sind trotzdem ein paar gute Bilder gelungen. Weniger als sonst. Ich konnte viel, viel weniger raus als sonst. Aber nichtsdestotrotz, Lofoten sind immer wieder fantastisch atemberaubend. Die Krähen kommen zurück, die Möwen werden bald wieder zurückkommen, die Fischer werden langsam wieder rausfahren und vielleicht auch die nächsten Tage anfangen, den Kabeljau rauszuholen und auf die noch leeren Fischergestelle im Hintergrund irgendwann dann den Fisch zum Trocknen aufzuhängen, damit wir im Supermarkt irgendwann Bacalao oder Stockfisch bekommen oder wie auch immer. Das war's von den Lofoten.
Wir sehen uns vielleicht beim nächsten Film. Habt viel Spaß an eurer Fotografie. Macht's gut. Servus.